Der Dank an St. Barbara am heutigen Tag ist ganz, ganz wichtig. St. Barbara hat in der Historie der Bergleute eine ganz wichtige Rolle eingenommen und St. Barbara begleitet uns heute noch. Nicht umsonst ist es auch ein Brauchtum an der Montanuniversität, dass man beispielsweise von den Rektoren als Student in die Ferien verabschiedet wird. Das heißt, salopp, ihr Auszug an der Universität hat ja einen ganz tiefen Beweggrund. Die Studierenden mussten, und das ist heute Gott sei Dank noch immer so, ein Pflichtpraktikum absolvieren, um auch später dann das Rüstzeug mitzubringen, vor Ort im Betrieb wenigstens eine Ahnung zu haben, wie ein Unternehmen wirklich funktioniert. Und wenn sie verabschiedet wurden vom Rektor am Portal der alten Universität, dann hat er sich gewünscht, dass sie gesund wieder zurückkommen mögen, denn das war keine Selbstverständlichkeit. Und St. Barbara hat unsere Studierenden begleitet und hat die Bergleute hier über Jahrhunderte begleitet. Deswegen ist es gut so, dass wir daran festhalten. Stellvertretend für alle unsere Festgäste nur einige Persönlichkeiten unserer Barbara-Feier namentlich zu begrüßen. Wir begrüßen mit einem bergmännischen Glück auf die Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Birgit Silvia Sander und Herrn Bundesrat Gerd Krusche sowie Frau Landtagsabgeordnete Helga Ahrer in Vertretung von Landeshauptmann Stellvertreter Michael Schickhofer. Es freut uns besonders, Herrn Sektionschef Magister Roland Sauer vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz mit einem herzlichen Glück auf begrüßen zu dürfen. Ein besonderes Glück auf gilt wiederum unserem Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Walter Kreuzwiesner sowie dem Vertreter der Montanbehörde Süd, Ministerialrat Diplom-Ingenieur Christian Harecker, und dem Vertreter des Arbeitsinspektorates Steiermark, Hofrat Ingenieur Günther Reisner. Mit einem herzlichen Glück auf begrüßen wir unsere Eisenerzer Bürgermeisterin Christine Holzweber mit ihren Stab- und Gemeinderäten.
Es ist uns eine Ehre, mit einem bergmännischen Glück auf von der Erzberg Privatstiftung, Diplom-Ingenieur Hubert Zeitschek, sowie von unserem Aufsichtsrat Professor Horst Wagner als stellvertretenden Vorsitzenden zu begrüßen. Wir begrüßen an der Spitze der alljährlich starken Föstalpine-Delegation den Finanzvorstand der Föstalpine AG, Magister Diplom-Ingenieur Robert Ottl, mit allen Mitarbeitern der Hüttenwerke Linz und Donowitz. Volksschule, Hauptschule und HPL in Linz gemacht und hat von 1987 bis 1992 das Studium der technischen Physik an der Johannes Kepler Universität in Linz in der Mindestzeit von 10 Semestern absolviert und hat in der Zeit während des Studiums schon regelmäßig als Werkstudent in der Föstalpine gearbeitet. Und das Unternehmen Föstalpine hat natürlich den Hubert Zeitschek in dieser Zeit schon als aufgeweckten, intelligenten, interessierten und umgänglichen jungen Techniker kennengelernt. 1993 hat seine berufliche Laufbahn in der Föstalpine dann begonnen und er hat in der Zeit von 1993 bis 2014, bis er technischer Vorstand dann geworden ist, verschiedene Stationen im Unternehmen durchlaufen, das Unternehmen in verschiedenen Funktionen und aus verschiedenen Perspektiven kennengelernt und sich in allen ihm übertragenen Aufgaben bewährt und auch weiterentwickelt. Dein Name? Hubert Zeitschek. Deine Heimat? Linz. Dein Stand? Hüttenmann. Dein Wahlspruch? Ein starker Wille ist härter als Granit. So nimm dieses Glas, leere es bis auf den Grund, spring in den Stand der Eisenerzer Ehrenbergleute und halt ihn stets in Ehren. Jetzt ist es aber so, dass Sie in einen Stand gesprungen sind. Dieser Stand, wie wir vorher vom Bergoffizier gehört haben und auch vom Herrn Diplom-Ingenieur Harecker, der bringt ja auch Pflichten mit. Aber ich glaube, es war nicht idealisiert dargestellt von Ihrem Laudator, sondern da ist einer in einen Stand gesprungen, dem er durchaus auch von vornherein Sympathie abgewinnen konnte. Ja, was soll ich dazu sagen jetzt? Also da bedanke ich mich für die freundlichen Worte. Und es passt ja tatsächlich bei mir in der Familie sehr gut, weil außer meinem Vater alle davor ja richtige Bergleute waren und 45 Jahre im Stollen auch verbracht haben. Und mir ist es ein großes Anliegen, da diesen Stand auch ordentlich vertreten zu können. Davon gehen wir aus. Wie ist so das Gefühl jetzt, wenn man diesen Kittel tragen darf, den auch die Vorfahren schon getragen haben, voll stolz getragen und unter viel persönlichem Einsatz und Gefahr von Untertage die Schätze der Erde, wie wir es schon gehört haben, ans Tageslicht gebracht haben? Ja, ist eine Ehre eigentlich für mich, weil es ja tatsächlich in der Vergangenheit, ich bin damit aufgewachsen und meine Großmutter, die Nachfahren, die leben ja heute noch in seinem Kohlehaus, das früher gebaut wurde. Und das macht mich besonders stolz, dass ich jetzt da als Ehrenbergmann auch eine kleine Rolle spielen darf in dem Stand. Wir haben uns einen großen Applaus. Ich darf das Dreigestirn bitten, auch die entsprechenden Insignien zu überreichen. Christian Dremmel mit der Urkunde, der Direktor Sepp Pappenreiter mit dem Berghäkel und natürlich auch Bernhard Rothleitner für die Belegschaftsvertretung. Herzlich willkommen dem neuen Ehrenbergmann der VA Erzberg.
Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt gemeinsam unser Bekenntnis zu diesem Staat, der so viel Gutes für die Genese, für die Entwicklung unserer Republik getan hat, eine Hymne singen, dann darf ich Sie bitten, sich von Ihren Sitzen zu erheben. Wir wollen gemeinsam mit der Bergmusikkapelle Eisenherz unser Bekenntnis zum Bergmannstand erneuern und ich bitte Manfred König, den Bergmannstand zu korrigieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Dankeschön.